Es war bis jetzt immer so in der Europäischen Union, dass das Primat war, ökologisch sinnvolle Verkehrsträger zu bevorzugen und andere nicht zu bevorzugen. Das hat so lange gegolten, bis der Herr Kallas gekommen ist. Der Herr Kallas wollte dann unbedingt, dass größere LKWs durch ganz Europa fahren können, größere LKWs der Eisenbahn auch Geschäft, Frachtgut wegnehmen und dieses ganze System bevorzugt werden sollte. Er hat es zuerst informell versucht, das haben wir ihm abgedreht, wir, das Europäische Parlament. Und dann hat er es mit einem Gesetzesvorschlag versucht. Ich bin Berichterstatter geworden und ich habe alles daran gesetzt, dass es ihm nicht gelingen wird, diese LKWs durch Europa fahren zu lassen. Und ich kann jetzt ganz exklusiv sagen, wir haben einen Kompromiss. Dieser Kompromiss streicht alle Kommissionsvorschläge. Das heißt, es wird sich nichts ändern. Gigaliner werden nicht durch Österreich fahren.